Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, heute bin ich auf dem Cars & Coffee hier in Düsseldorf. Und ist mein erstes Mal beim Cars & Coffee. Ich war vorher noch nie bei diesem Event und ich bin echt mal gespannt, was mich so erwartet. Ich habe jetzt gerade hier geparkt in der Tiefgarage, weil es ist hier in Düsseldorf immer so ein bisschen problematisch mit der Parkplatzsituation. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch schon mein Winterjäckchen an, weil es ist echt kalt geworden mittlerweile hier in Deutschland, ja. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal los und schauen mal, was es so zu sehen gibt auf dem Event. Ich bin echt gespannt und ja, ihr seid jetzt mit dabei. Let's go! So Leute, ich habe mir jetzt mal einen kleinen Überblick hier verschafft. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und es ist wirklich crazy, ja, was hier so steht. Ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen rumführen, ja. Also, ist richtig geil, muss ich auf jeden Fall sagen. Deswegen, ich würde einfach sagen, ohne dass ich viel quatsche, ja, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen die Autos. Ja, ihr kennt die ganzen Autos ja sowieso selber. Und, ja, ich würde sagen, zeige euch einfach mal ein paar Autos und bis gleich, Leute.
und was ihr da gerade gesehen habt, ist mal, wie viel Aufmerksamkeit ein Porsche 918 Spyder erregt. Ich meine, es ist auch wirklich ein fantastisches Auto. Aber ihr seht schon so im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Leute rasten völlig aus. Schon echt Wahnsinn. Ich werde auch nochmal eben rübergehen und versuchen, ob ich nochmal ein paar Aufnahmen kriege von dem Porsche. Und ja, wie gesagt, ihr habt schon gesehen, eine crazy Line-Up, der hier so hinter mir gerade war. Zwei Aventadors, der LaFerrari natürlich. Ja Leute, weiter geht's. Ich würde sagen, wir runden den Tag hier ab. Wir haben uns nochmal den 918 Spyder angeguckt. Und ja, war wirklich ein cooler Tag auf jeden Fall. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Und was ich noch sagen wollte, wenn der Besitzer von dem 918 Spyder dieses Video sieht, ne, ich weiß nicht, ob es schon weiß, aber seine Vorderreifen sind an der Außenflanke extrem abgelaufen. Ist mir schon vorhin aufgefallen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ist vielleicht bei so einem Auto von fast 1 Million Euro nicht gerade unwichtig zu wissen, ne? Okay, Leute. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Let's go. Ey, Leute, guck mal. Was ich euch mal unbedingt sagen wollte, ja. Ich habe hier jetzt teilweise echt ein paar mega riskante Sachen gesehen, ja. Von den Spottern, die hier auf der Straße rumspringen oder wer weiß irgendwas, ja. Und das muss echt nicht sein, ja. Das ist gefährlich, Leute. Ich weiß, wir haben alle dieses Hobby mit den Autos. Aber ihr dürft euch echt nicht in Gefahr begeben. Ja? Ich meine, wenn euch da ein Auto anfährt oder wer weiß was, ich meine, die Leute fahren ja auch nicht gerade langsam hier. Macht das auf jeden Fall nicht. So wie im Hintergrund jetzt gerade zum Beispiel. Ja, ich meine, das ist unser Hobby, ich meine, wir finden das alle cool, aber passt echt auf und springt dann nicht auf der Straße rum, weil ich habe das jetzt echt teilweise gesehen, kleinen Jungs, die auf der Straße rumspringen und so, ist echt gefährlich. Ich will euch echt das Hobby nicht irgendwie schlecht machen oder so, ich meine, jeder geht vielleicht auch mal kurz auf die Straße, aber ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. So, ich gehe jetzt auf den
ich gehe jetzt auf den Weg. Auch sehr cool. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zum Auto. Und ja, ich würde sagen, hier endet dieses Video. Der heutige Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ein paar coole Autos haben wir auf jeden Fall gesehen. Und ja, ich würde sagen, dann einfach bis zum nächsten Mal, Leute. Peace. Die Leute gucken ja schon alle, weil ich mich selber filme. Ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal und Peace.